Wenn es dir so geht wie mir, dann spielst du deinen Heimatplatz auch deutlich, deutlich häufiger als andere Golfplätze. Und wenn man regelmäßig oder ja fast schon immer den gleichen Golfplatz spielt, dann denkt man relativ selten über die eigene Platzstrategie nach. Wir machen einfach das, was wir schon immer gemacht haben, das, was andere vielleicht auch machen. Und wenn es vielleicht mal nicht so läuft mit unserem Spiel, dann geben wir meistens unserem Schwung die Schuld und wir buchen die nächste Trainerstunde. In diesem Video möchte ich einen Aspekt ansprechen, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, der aber in vielen Fällen auch genauso positive Effekte auf dein Spiel haben kann wie eine gute Trainerstunde. Und das ist die eigene Platzstrategie. Platzstrategie, das ist ein Thema, das ist ja vielleicht nicht so sexy wie andere Themen. Wir reden lieber über die neuen Driver, die neuen Technologien, die uns noch länger machen sollen, dabei noch fehlerverzeihender sein sollen. Aber denk mal drüber nach, für so eine gute Platzstrategie, um die erfolgreich anzuwenden, müssen wir ja nichts groß umsetzen. Da müssen wir keine neue Taktik lernen, wir müssen keine neue Gewohnheit aufbauen, sondern wir müssen einfach so ein bisschen clever an den Golfplatz herangehen, mal einen Schritt zurücktreten, den Golfplatz aus der Vogelperspektive betrachten und dann, das kann enorm wertvoll für unser Spiel sein. In diesem Video möchte ich deshalb auf drei Aspekte eingehen, die meiner Meinung nach einer guten Platztaktik zugrunde liegen. Und wenn du eine Idee hast, ein Prinzip hast, eine Strategie hast, die du, nach der du spielst, die du gern anwendest, dann lass es uns doch in den Kommentaren wissen, dann können wir alle was lernen. Okay, los geht's. Punkt Nummer 1 ist relativ simpel. Wir wollen unsere Strategie vor der Runde festlegen, nicht erst während der Runde. Dafür gibt es die Proberunde, dafür spielen wir einen Platz mehrmals. Wenn wir erst am Tag einer wichtigen Runde oder eines Turniers darüber nachdenken, wie wir den Platz am besten spielen sollten, dann lassen wir uns gerne von den momentanen Umständen auf der Runde beeinflussen. Wir machen unsere Entscheidungen von unserem Score oder einer bestimmten Emotion abhängig und wir sind damit deutlich anfälliger für Fehlentscheidungen. Damit meine ich allerdings nicht, dass wir die komplette Runde im Detail vorausplanen sollten. Das ist meistens nicht die beste Idee und meistens funktioniert das auch gar nicht. Im Militär gibt es den Spruch, kein Plan überlebt Feindkontakt, und meiner Meinung nach lässt sich das auf den Golfsport übertragen. Wir können uns noch so viel Gedanken über unsere Schlägerwahl machen, wenn wir uns ja während einer Runde damit nicht wohlfühlen, dann ist uns nicht geholfen. Das US-Militär hat deshalb was eingeführt, das nennt sich Commander's Intent. Und der Commander's Intent ist eine kurze, knackige Aussage, die das Ziel einer Mission beschreibt, aber trotzdem genug Spielraum für individuelle Entscheidungen lässt. Mein Commander's Intent ist natürlich von Platz zu Platz, von Runde zu Runde immer so ein bisschen unterschiedlich. Doch meinen habe ich bis jetzt immer gefunden, indem ich mich eine von zwei Fragen gestellt habe. Nummer 1 ist, wenn ich nur eine Sache aus strategischer Sicht umsetzen könnte, welche wäre das? Und Punkt Nummer 2, was ist das Allerwichtigste, was ich auf diesem Platz, auf dieser Runde umsetzen möchte? Und so bin ich neulich bei einem Turnier zu einem Commander's Intent gekommen, der lautete, ich will meinen Ball unbedingt auf alle Fälle im Spiel halten und ich möchte bei den Par 5s aggressiv sein. Das heißt, Par 3s und 4s spiele ich eher ein bisschen defensiver. Par 5s schaue ich, dass ich den Driver aus der Tasche ziehe und die Par 5s mit zwei Schlägen erreichen kann. Das ist ein kurzer, knackiger Satz, der mir mein Ziel nochmal vor Augen führt, der mir aber genug individuellen Freiraum bei meinen Entscheidungen auf dem Platz lässt. Also es ist beispielsweise egal, ob ich am Par 4 jetzt ein Eisen 2 abschlage, ein Hybrid und ein Holz 3. Ich weiß aber, dadurch beim Par 5 möchte ich aggressiv sein und wenn es geht, den Driver aus der Tasche ziehen am Abschlag. Und apropos Driver, der bringt mich direkt zu Punkt Nummer 2. Columbia Business School Professor Mark Brody schreibt in seinem Buch Jeder Schlag zählt, dass Profis, die einen langen Ball schlagen, einen riesen Vorteil gegenüber Spielern haben, die den Ball nicht so weit schlagen. Golf ist zwar ein Zielspiel, doch dieses Ziel ist erst einmal mehrere hundert Meter von uns entfernt und je näher wir mit dem ersten Schlag daran kommen, desto besser. Das wiederum heißt, wenn wir können, sollten wir den Driver aus der Tasche ziehen. Also je näher wir daran kommen an so unser Ziel, desto kleiner, desto kürzer ist natürlich auch der Annäherungsschlag. Das heißt, je kleiner ist auch der Schläger, den wir in der Hand haben und es ist einfach so, ein Pitching Wedge ist in der Regel einfach präziser als ein Eisen 6 und ein Eisen 6 ist wiederum präziser als ein Hybrid. Bevor du jetzt allerdings rausgehst und an jedem Loch den Driver vom Abschlag verwendest, möchte ich noch eine Sache anmerken, beziehungsweise zwei Sachen. Und die sollten wir auf keinen Fall ignorieren. Das ist einmal unsere Spielstärke und das andere, das sind die Hindernisse, die uns eventuell in der Drive-Landezone begegnen.
Wenn ich an ein paar Vieren einen Driver schlagen könnte und damit 50 Meter vor dem Grün liege, dann ist das natürlich perfekt. Das ist ideal. Wenn ich, um das tun zu können, den Driver allerdings in eine 20 Meter breite Landezone pressen muss, die links von Bunkern, rechts vielleicht von Wasser umgeben ist, dann tue ich mir dabei keinen wirklichen Gefallen. Meine Belohnung in so einem Fall, die ist deutlich kleiner als das Risiko. Und selbst wenn mein Ball nicht im Wasser landet, so ein 50 Meter Bunkerschlag, das ist eine sehr, sehr unangenehme Zwischendistanz. Wir gewinnen in der Theorie zwar ein paar Schläge, wenn wir näher am Loch liegen, aber die sind auch ganz schnell wieder verschwunden, wenn wir Strafschläge kassieren. Deshalb ist mein zweiter Tipp an dich, statt auf Teufel und komm raus, den Driver aus der Tasche zu sehen und versuchen, den Ball immer so weit als möglich zu brettern, überleg dir mal, wo du am liebsten liegen würdest. Aus welcher Distanz fühlst du dich für den nächsten Schlag am wohlsten? Welches ist die breiteste Stelle auf dem Fairway und mit welchem Schläger fühlst du dich vom Abschlag aus am wohlsten? Rich Hunt ist Statistiker und hat herausgefunden, dass Profis in dem Jahr ihre beste Saison auf der Tour haben, in der sie die meisten Pars machen. Nicht die meisten Eagles und auch nicht die meisten Birdies. Also sind nicht die spektakulärsten Runden, die einen Spieler über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgreich machen, sondern die entspannteren, konstanteren Runden. Und das bringt mich auch zu Punkt Nummer 3. Eine Situation, die ja eher weniger entspannt ist, das ist eine Situation, in der wir das Grün auf der sogenannten Shortside verfehlt haben. Die Shortside, das ist die Seite, auf welcher wir kaum Platz zwischen Grünrand und Fahne haben, um unseren Ball dann zum Halten zu bringen. Ja, meistens finden wir uns in so einer Shortside-Lage wieder, wenn wir eine nahe am Grünrand stehende Fahne sehr, sehr aggressiv angespielt haben und das Grün dann auf der in Anführungszeichen falschen Seite verfehlt haben. Das heißt nicht, dass wir eine Fahne, die am Grünrand steht, jetzt nicht direkt anspielen sollten, aber wir sollten dabei eben darauf achten, welchen Schläger wir in der Hand haben und die Situation dann eben unter Berücksichtigung unserer Spielstärke vernünftig einschätzen und bei den mittleren und längeren Eisen eher nochmal auf Nummer sicher gehen und tendenziell dann die Grünmitte anspielen. Ein Beispiel. Ich bin jetzt hier an einer Situation, da steckt die Fahne relativ weit hinten, die Fahne steckt relativ weit links im Grün und wird gleichzeitig links von einem Bunker verteidigt und dann von, ja, das Rough ist ein bisschen unangenehmer da direkt hinter dem Grün, zumal da auch so ein kleiner Hügel dahinter ist. Das heißt, ich spiele die Fahne hier, obwohl ich nur ein mittleres Eisen in der Hand habe, nicht direkt an, sondern ich ziele ein bisschen weiter nach rechts. Ich spiele vielleicht die Grünmitte an und ich lasse den Ball ein bisschen kürzer. Ich nehme damit ein bisschen Risiko raus. Ich nehme natürlich damit auch ein bisschen mögliche Belohnung raus. Doch wenn du dir mal die Statistiken auf der PGA Tour anguckst, selbst Profis auf der Tour treffen aus 3 Metern gerade mal 50% ihrer Putts. Also ich glaube einfach, für die meisten Amateure lohnt sich, ja, ist das, dass die Belohnung nicht so groß, als dass sich das Risiko lohnen würde. Bleiben wir nochmal hier bei der Situation. Wenn ich das Grün mittig anspielen möchte und mein Ball dreht so ein bisschen nach links, dann lege ich tot an der Fahne. Dann habe ich das, was ich eigentlich haben möchte. Bleibt mein Ball rechts oder driftet mir sogar ein bisschen nach rechts ab, dann habe ich das Grün zwar auch verfehlt, aber von der Seite aus, von rechts, habe ich deutlich mehr Möglichkeiten als von links. Von links habe ich nur 2 Möglichkeiten, entweder hoch und weich oder mit viel Spin, weil der Ball, der muss schnell zum Liegen kommen. Auf der rechten Seite, da kann ich wahrscheinlich ein Pitching Wedge nehmen, ich kann den Ball rollen lassen, ich kann aber auch einen Sandwich nehmen, den Ball ein bisschen höher fliegen lassen, ein bisschen weicher spielen. Also da habe ich echt mehr Möglichkeiten und deshalb kann ich wirklich jedem Amateur eigentlich nur ans Herz legen, gerade die so ein bisschen höheren Handicaps mit dem mittleren, den langen Eisen und sogar mit den Hölzern einfach nicht direkt auf die Fahne zu gehen, sondern mal zu schauen, okay, wo steckt die Fahne? Ist das vielleicht mit ein bisschen mehr Risiko verbunden als sonst? Gibt es da irgendwo eine Shortside, wo möchte ich auf keinen Fall liegen? Und dann spiel den dicksten Grün, den dicksten Teil des Grüns an. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere aus diesem Video mitnehmen. Wenn das der Fall war, gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video schon bald wieder. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Training. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.